Hallo zusammen. Winter und Marmelade herstellen, passt das zusammen? Ja, mit Orangen. Sie sind der Shootingstar zur kalten Jahreszeit. Sie geben so ein mediterranes Lebensgefühl. Erinnerung an Sonne, an Meer, an Urlaub eben. Und wir holen uns diese Erinnerungen, heute zumindest als Gaumenfreude, ins Glas, als Orangenmarmelade. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Es ist auch gar nicht so schwer. Wir brauchen nicht viel dazu. 1 bis 2 Kilo Orangen. Weil wenn dann die Schale weg ist, müsste dann 1 Kilo Fruchtsaft und Fruchtfleisch übrig bleiben. Dann brauchen wir eine Bio-Zitrone, eine Orange, das ist nämlich die hier, die ein bisschen kleinere. Die beiden Bio-Zitrusfrüchte brauchen wir, weil wir deren Schale mitverwenden. Weiterhin Gelierzucker, etwas Vanillepaste oder ihr nehmt eine frische Vanilleschote, noch besser. Dann brauchen wir grünen Pfeffer und Chili. Wozu? Das verrate ich euch später. Wir brauchen noch eine Zimtstange, einen Anisstern, etwas Zitronensäure und etwas Butter zur Reduzierung der Schaumbildung. Das ist quasi schon alles. Ja, und jetzt fangen wir mal an mit der Produktion. Es ist auch ziemlich einfach. Wir schneiden die Enden der Orange ab. Und schneiden ringsherum die Schale weg, sodass man nur noch das Fruchtfleisch sieht. Weißes darf man nicht sehen. So sollte die Orange dann aussehen, ringsherum kein weißes Fleisch mehr zu sehen. Jetzt nehmen wir ein scharfes Messer. Ich habe hier ein Keramikmesser. Es geht aber auch ein ganz normales Messer. Die Schneide sollte nur so lang sein, wie auch die Orange mindestens lang ist. Dann schneiden wir vor der weißen Trennhaut. Hier ist die weiße Trennhaut. Und davor schneiden wir jetzt bis zur Hälfte hinunter. Vorsichtig. Dann kippen wir die Orange etwas und lösen das Gegenstück einfach heraus. Das kommt meistens von ganz alleine, ohne der zweiten Zwischenhaut. Hier haben wir das perfekte Filet ausgelöst. Und so verfahren wir mit der ganzen Orange. Natürlich über der Schüssel, denn es tropft ja immer etwas Saft heraus. Übrig bleiben nur die Zwischenwände, es ist aber noch genug Saft da und den drücken wir mit der Hand aus. Mit den Orangenfilets sind wir jetzt durch. Die Bio-Zitrone und meine einzelne Bio-Orange. Ihr könnt natürlich auch für die gesamten Filets Bio-Orangen nehmen. Das ist nämlich für den Geschmack. Vorsichtig, dass man nur die obere Schale nimmt, dass man nicht das Weiße mit raspelt, denn das ist bitter. So weit, so gut. Das reicht. Jetzt kommt noch die Zitrone dran. Auch wieder die ganze Zitrone. Und jetzt gibt es gleich noch den Saft der Zitrone dazu. Die Schalen werfe ich nicht gleich weg. Ich lege sie auf ein Tablett und stell das Tablett an eine Stelle in der Wohnung, wo nicht gleich jeder drüber fällt. Und sie verströmen dann so ein mediterranes Lebensgefühl noch in meiner Wohnung. Das riechen wir gerne. Und am Abend oder am nächsten Tag kann man sie immer noch wegwerfen. Ich muss mit meiner Küchenwaage jetzt erstmal das Gewicht der Orangenfilets feststellen, damit ich weiß, wie viel ich Gelierzucker hinzugeben muss. 1 Kilo 210 Gramm. Ja,
lassen wir es mal. Ich habe ein bisschen mehr Gelierzucker noch da. Und da kommt halt ein bisschen mehr Gelierzucker ran. Und da habe ich ein bisschen mehr Marmelade. Ist auch gut. Dann nehme ich eine Vanillepaste. Aber wie gesagt, ihr könnt auch gerne eine Vanilleschote nehmen. Ist natürlich besser. 2 Teelöffel davon. Dann gebe ich auf diese Masse noch 2 Teelöffel Zitronensäure. Einmal gut verrühren. Mein nächster Schritt ist das Mixen. Dazu gesagt, für Freunde, die die Marmelade etwas stückig mögen, die mixen halt nicht alles durch. Aber ich mag die Marmelade schön samtig und deshalb vermixe ich die total. Vorhin habe ich gesagt 1,2 Kilo, also brauche ich jetzt 600 Gramm Gelierzucker. Ein Päckchen sind schon mal 500 Gramm. Von dem nächsten wiege ich mir jetzt noch mal 100 Gramm ab. Und ich nehme dann noch 2 Esslöffel mehr, weil ich nicht mag, wenn die Marmelade so sehr flüssig ist. Ich mag sie schön fest. Also gibt es bei mir 2 Esslöffel mehr. Wieder schön verrühren. Und wenn man noch was anderes zu tun hat, kann man es auch gern mal eine Viertelstunde stehen lassen zum Quellen. Aber der Masse macht es auch nichts aus, wenn sie sofort gekocht wird. Aber vor dem Kochen geben wir noch eine Zimtstange dazu und einen Anisstern. Die beiden Sachen sollten schön mit durchkochen. Und wie ihr wisst, 4 Minuten sollte die Masse kochen, damit die Marmelade im Glas dann auch geliert. Noch ein kleiner Tipp. Man kann auch ein bisschen Kurkuma-Pulver verwenden. Es ist gesund und die Farbe der Orangenmarmelade wird dann noch ein bisschen intensiver. Ein 1/2 Teelöffel reicht allerdings schon aus. Das kann man tun, man muss es aber nicht tun. Und ehe sich die Skeptiker wieder bei mir melden. Kurkuma kann sich im Körper nur entfalten, wenn Pfeffer mit im Spiel ist, geben wir jetzt noch eine Prise Pfeffer hinzu. Denn Pfeffer schadet der Marmelade gar nichts. So, nun habe ich für diejenigen, die immer mal was Neues ausprobieren möchten und auch was für uns ganz ungewöhnliche Geschmacksnuancen sind, für diejenigen habe ich jetzt was ganz Besonderes. Grüner Pfeffer und Chilischote harmonieren ganz wunderbar mit Orangen. Und deshalb werden wir das jetzt in den Gläsern hinzufügen. Wem das natürlich so richtig gut gefällt und nur grünen Pfeffer rein will, der kann das gleich in die Masse reingeben. Genauso mit der Chilischote. Wer Chili mag in der Orange und was anderes gar nicht möchte, der kann das auch gleich in die Masse hineingeben. Ich mache das heute getrennt, weil ich 3 verschiedene Varianten herstelle. Währenddessen sich unsere Masse erwärmt, gießen wir die grünen Pfefferkörner, aber in meinem Fall nur einen kleinen Teil davon, aus dem Glas über ein Sieb ab. Und wir hacken sie mal grob durch. Als nächstes verarbeiten wir noch die Chilischote. Stiel ab. Halbieren. Zwischenwände und Kerne raus. Wer es schärfer möchte, lässt alles drin. Und wir schneiden dann die Chili in ganz feine Streifen. So fein wie möglich. Ich habe die Streifen lieber als wie kleine Würfel, weil diese besser zur Geltung kommen im Glas dann. Unsere Masse kocht. Für diejenigen, die sich fragen, wieso Butter, die bekommen jetzt die Antwort. Ein Stückchen Butter vertreibt uns den lästigen Schaum. Es dauert einen Moment. Und wie aus Zauberhand, der Schaum ist fast weg. Jetzt beginnt die Kochzeit und wir schalten 4 Minuten ein. Und die Zeit nutze ich, um euch zu zeigen, was ich mit Chili und Pfefferkörner vorhabe. Und dafür fülle ich jetzt 2 Gläser mit Chilischotenstreifen. Gleichmäßig verteilen. Und 2 Gläser mit grünem Pfeffer. Also ich würde sagen, je 1 Teelöffel. Natürlich in unsere sterile Gläser.
Und jetzt können wir abfüllen. Denn die Marmelade hat schon 4 Minuten gekocht. Wir nehmen schnell noch die Zimtstange und den Anisstern heraus. Wo ist er? Hier. Dass er nicht versehentlich mit ins Glas reinrutscht. Gut festziehen und auf den Kopf stellen. Das muss man nicht immer, aber in diesem Fall schon, weil es in der Zeit des Abkühlens immer noch mal gedreht werden muss, dass sich Chili und Pfeffer gut in der festen Masse verteilen können und nicht oben aufschwimmen. Und den Rest, den ich jetzt abfülle, den gibt's in reiner, vollfruchtiger Orangenmarmelade. Diese brauchen wir rein theoretisch nicht auf den Kopf stellen, wenn wir sauber gearbeitet haben. Das ist so die leidliche Frage. Wer sie auf den Kopf stellen möchte, der sollte das tun. Wer sauber arbeitet und sich auf sich verlässt, braucht es nicht unbedingt zu tun. Aber diese Frage kann euch ganz wunderbar die Steffi beantworten. Die Steffi vom Kanal Steffi kocht ein. Den Kanal verlinke ich euch mal unten. Er ist wirklich sehr gut. Das ist eine Fachfrau, die sich wirklich super auskennt, was das Einkochen betrifft. Ich habe hier einen noch warmen Löffel Orangenmarmelade und möchte doch mal kosten. Ein Traum von Süden, von Sonne, von Urlaub. Jetzt mache ich mir noch ein bisschen Pfeffer rein, grünen Pfeffer. Sehen, wie das harmoniert. Das ist ein ganz tolles Erlebnis. Die Süße und die Schärfe, das harmoniert perfekt zusammen. Für was auch immer ihr euch entscheidet, grüner Pfeffer, schöner roter Chili oder nur Orangenmarmelade. In jedem Fall voll fruchtig, gut und für diese Jahreszeit, wo wir sowieso nach Vitaminen lechzen, ganz optimal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Herstellen und guten Appetit dann beim Essen und Genießen. Wie immer, bleibt mir schön gesund. Tschüss, eure Oma Betty.